Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch und Backclub. Heute wird es wieder bunt bei mir. Es gibt nämlich Regenbogen-Donuts. Das sind wieder Donuts aus dem Backofen. Ihr braucht also keine Fritteuse dafür. Und wie das Ganze geht und was ihr sonst noch braucht, seht ihr jetzt. Für den Teig der Regenbogen-Donuts braucht ihr 60 Gramm Butter, 60 Milliliter neutrales Speiseöl, 2 Eier, 100 Gramm Zucker, 1/4 Liter Milch, 265 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver und natürlich Lebensmittelfarbe, damit das Ganze auch richtig schön bunt wird. Ich benutze Gelb, Rot oder Pink, je nachdem. Ich mische das wahrscheinlich so ein bisschen. Orange, Lila, Blau und Grün. Als erstes schlage ich Zucker, Butter und Öl zusammen auf. Dann kommen die beiden Eier dazu. Zum Mehl gebe ich 2 Teelöffel Backpulver. Und dann kommt es auch zum Teig dazu. Und als letztes kommt auch die Milch dazu. Den fertigen Teig verteile ich dann gleichmäßig auf 6 Schälchen, um ihn einzufärben. Anschließend wird dann eingefärbt. Ich habe hier die Lebensmittelfarbe und für jedes Töpfchen benutze ich einen extra Holzstiel, um die Farben nicht zu vermischen. Ein bisschen rausnehmen und gut unterrühren. Und so schnell habe ich dann 6-mal kunterbunten Teig hier. Das Ganze muss jetzt natürlich noch in die Donut formen und dafür benutze ich einfach kleine Teelöffel. Ich starte dafür einmal mit Rot und daneben gebe ich jeweils Gelb und Blau. Und darüber kommt dann immer genau auf die Bruchstellen, sage ich mal, Orange, Lila und Grün. Bei meiner zweiten Form habe ich dann die Reihenfolge einmal gedreht. Also hier sind Grün, Orange und Lila unten und Gelb, Rot oder Pink und Blau oben. Das Ganze kommt jetzt in den Backofen für ca. 15 Minuten bei 180 Grad Unter- und Oberhitze. Meine Donuts sind jetzt aus dem Backofen zurück und auch bereits schon gut ausgekühlt. Hier einmal einer im Rundumblick. Alle Farben. Richtig schön sichtbar und auch total leuchtend. Und ich habe hier jetzt noch weiße Kuchenglasur und ein paar Dekostreusel. Da sind bunte Regenbogenstreusel dabei, es sind Sternchen dabei und auch ein paar kleine Marshmallows. Die Glasur schmelzt sich jetzt einmal in der Mikrowelle ein. Meine Vanilleglasur ist jetzt flüssig und ich nehme jetzt immer einfach einen Donut, leicht hineinhalten und dann kommen direkt ein paar hübsche Streusel und Marshmallows darüber. Und so zuckersüß sehen meine Regenbogen-Donuts dann am Ende aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch und Backclub. Tschüss!